Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und mit Dominic Calvert-Lewin haben wir den ersten Player of the Month Spieler. Und dieser hat er natürlich in der Premier League erhalten im Monat September. Warum er so erfolgreich war und diese Auszeichnung verdient hat, könnt ihr gerne bei mir auf dem Instagram-Kanal sehen. Dort habe ich ein kleines Video für den Spieler vorbereitet, beziehungsweise könnt ihr euch dort einfach kurz anschauen, falls es noch verfügbar ist. Also abonniert mich da gerne und folgt mir da auch. Und ansonsten schauen wir uns jetzt erstmal den Spieler an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung. Diese kostet euch circa im Schnitt, also aktuell, ja, ich kann das nur mal den aktuellen Zeitraum, es kann sich sehr variieren, zwischen 58 und, sagen wir mal, 65.000, also das ist der aktuelle Marktpreis, kann sich immer, wenn gerade Rewards oder so gezogen werden oder irgendein Event startet von EA, weil diese SBC geht 30 Tage, vielleicht seid ihr erst 15 Tage hinten dran, dann haben wir ganz andere Preise, aber eventuell wird es auch günstiger für euch, also warum nicht. Gut, zum Spieler. Ist ein Stürmer, spielt bei Everton, Arbeitsraten hoch, mittel, Spezialbewegung 3 Sterne, schwacher Fuß 3 Sterne. Ja, damit muss man dann leben. Schwacher Fuß wäre mir lieber, natürlich 4 Sterne, Spezialbewegung kann ich drüber hinwegsehen. Und ja, Premier League, Engländer lässt sich da ja super verlinken und hat auf jeden Fall eine richtig gute Physis. Also mit Ausdauer 86, Stärke, das sieht richtig gut aus. Auch seine Beweglichkeit für, wie groß ist er? 1,87 ist ausgesprochen gut, hat auch ein sehr, sehr gutes Tempo, 88 overall, Sprintgeschwindigkeit 92, der Antritt ein bisschen weniger, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Für den Preis muss man sich das natürlich überlegen, wenn man die Coins in eine Untrade-Karte investiert und vielleicht ist es vielleicht eine gute Investition, wenn ihr sagt, ich möchte diesen Spieler spielen, dann wieso nicht. Gut, wir haben hier zwei SBCs, die wir jetzt lösen werden. Wir brauchen, da gehen wir gleich hin, aber wir haben noch diese Packs, genau, das wollte ich euch auch noch erzählen. Wir haben hier ein Jumbo Gold Pack, die bekommen wir natürlich zurück und das hat einen Wert von ca. 10.000 Coins. Dort sind 24 Karten enthalten, alle Gold und das sind 3 Rares. Und dann haben wir noch die Premier League, dort gibt es ein Premium Electrum Spieler Pack, dort ja, das hat das Pack einen Wert von 12.500 Coins. Wir haben hier 12 Karten, 3 Rares, 6 Silber sind davon mit inbegriffen und 6 Goldspieler. Und ja, jetzt gehen wir mal los. Und wir haben folgende Bedingungen. Wir brauchen natürlich einen Team of the Week Spieler. Hier haben wir den Walter Benitez genommen. Den nehmen wir mit, der gibt uns das Rating und auch halt die Erfüllung dafür, dass wir einen Team of the Week Spieler brauchen. Falls ihr weiter seid, eventuell gibt es noch andere Team of the Week Spieler, die ihr dort auf diese Position ja, einsetzen könnt. Vielleicht habt ihr ein paar Untrades, dann macht das natürlich Sinn, dort diese Position auszutauschen und euch wichtige Coins zu sparen. Wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von 83, eine Teamchemie von 75 und natürlich 11 Spieler. Ja, wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Das Ganze ist komplett ohne Kopfschmerzen, die benötigt keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Na gut, dann legen wir los. Let's go. Und damit hätten wir die erste SBC-Topform abgeschlossen. Jetzt geht es weiter zu Premier League und wir haben folgende Bedingungen. Natürlich brauchen wir einen Premier League-Spieler, eine Teamgesamtbewertung von 84, eine Teamchemie von 70 und Anzahl der Spieler 11. Auch hier natürlich wieder keine Loyalität benötigt. Wir haben hier zwar eine Erstbesitzerkarte, aber wie ihr sehen könnt, haben wir 71 Chemie. Also das passt. Okay, dann auch hier einmal let's go.
Und damit hätten wir diese SBC schon abgeschlossen. Ist natürlich eure Entscheidung, ob ihr diesen Spieler erfüllen wollt. Ich habe hier noch die Not Found Karte. Also es wird sich noch ein bisschen was ändern. Ihr kriegt noch ein schönes Spielerdesign. Könnt ihr sicherlich im Vorschaubild schon sehen. Dort habe ich das schon integriert. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert auch gerne. Das unterstützt mich ungemein und das pusht den YouTube-Algorithmus und mehr Leute bekommen es zu Gesicht. Und das motiviert mich dann umso mehr noch, wenn es noch mehr Leute sehen. Aber ansonsten mache ich es auch gerne für die kleine Runde. Und das macht mir auch so Spaß. Vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen Kommentare und die ganzen Likes. Echt der Hammer. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich auch gerne kostenlos hier auf YouTube. Und schaut gerne auch mal bei Instagram und bei Twitter vorbei. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace!